Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Allerdings möchte ich heute mit einem Thema beginnen, das scheinbar weit weg ist. Stellt euch vor, ihr erstickt. Das ist eine der schlimmsten Todesursachen. Und jetzt stellt euch vor, das passiert nicht wegen einer Krankheit, sondern weil euch jemand sein Knie in den Hals drückt. Stellt euch vor, das wäre jemand, der eigentlich dazu da ist, euch zu beschützen. Ein Polizist. Und jetzt stellt euch vor, dass man annehmen muss, das sei deshalb so brutal passiert, weil ihr die falsche Hautfarbe habt. Und das ist der Grund, warum der Tod von George Floyd so viele Menschen in den USA auf die Straßen treibt. Nicht nur, weil es an sich ein schreckliches Verbrechen ist, sondern weil es eine Verletzung eines Grundsatzes der liberalen Demokratie ist, dass nämlich alle Menschen, völlig egal, wo ihre Eltern herkommen oder welche Hautfarbe sie haben, welchen Glauben, welche Religion sie haben, vor dem Gesetz gleich sind und den gleichen Anspruch auf Freiheit und auf Schutz durch das Gesetz haben. Und deshalb ist das, was in den USA passiert, etwas, was alle Menschen angeht, die an die liberale Demokratie glauben. Und deshalb kann man nur hoffen, dass die Täter einer gerechten Strafe zugeführt werden und dass die Menschen in dieser schwierigen Phase in den USA wieder zueinander finden, egal wie viel Öl ins Feuer dort von einem bestimmten Politiker gegossen wird. Hier in Berlin geht es darum, über die Wirtschaft wieder in Gang bekommen. Nicht als Selbstzweck, sondern weil daran die Arbeitsplätze und die Staatseinnahmen hängen. Das heißt auch die Investitionen und auch die öffentliche Infrastruktur. Die GroKo hat sich ziemlich zerstritten über viele, viele kleine Einzelmaßnahmen. Wir als Freie Demokraten haben allerdings unser eigenes Konzept, wie wir die Wirtschaft wieder in Gang bringen. Und daraus möchte ich euch jetzt ein paar Beispiele bringen. Unser Konjunkturprogramm besteht aus einem Dreiklang aus Entlasten, Entfesseln, Investieren. Wir wollen die arbeitenden Menschen entlasten, damit ihnen mehr Geld bleibt für den Konsum. Das ist gut für die Wirtschaft und sorgt dafür, dass sich die Menschen etwas leisten können. Wir wollen auch die Betriebe entlasten, steuerlich. Und vor allen Dingen wollen wir ihnen einen Teil der Steuern, die sie in den letzten Jahren gezahlt haben, zurückgeben, damit sie gut durch diese Krise kommen. Zweitens, wir wollen entfesseln von überflüssiger Bürokratie, von der es in Deutschland echt viel zu viel gibt. Und wir wollen dafür sorgen, dass im Land wieder investiert wird. Der Staat in Bildung und Digitalisierung, aber auch private Investitionen. Der technische Weg dafür sind verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten. Und mit diesem Dreiklang aus Entlasten, Entfesseln und Investieren kriegen wir ein starkes Land wie Deutschland auch in dieser Krise wieder flott.